8000 Punkte. 8200. Oh, jetzt kommen sie aber alle hier runter. Jetzt wird's unfair. Ich spiele auf jeden Fall jetzt noch eine Runde, aber nur noch eine. Eine letzte. Vielleicht komme ich ja noch mal in die Highscore rein. Wird ja wohl zu schaffen sein. So. Du kriegst mich nicht. Oder vielleicht auch doch. Nein! Doch! Und wie funktioniert das dann mit diesem Wine Launcher? Da kann ich dann irgendwie mit der Dropbox aussuchen, was ich für eine Version haben will und dann probieren, das zu starten. Ich habe das mit dem Wine selber so auch noch gar nicht so richtig gerafft. Das war ja Zufall, dass das geklappt hat. Ich habe das installiert und danach habe ich die, glaube ich, die Excel doppelt geklickt und dann startete die auf einmal. Irgendwie so. Was aber ganz gut lief, war Proton. Also Steam-Spiele mit Proton laufen zu lassen. Da waren zwar nicht viele Spiele, die auf meinem Laptop laufen würden oder laufen könnten, aber die, die ich probiert habe, die gingen. Das hat ganz gut funktioniert. So generell ist ja so Linux-Gaming mittlerweile endlich mal angekommen, ne? Also zum einen halt mit so Lösungen wie Proton, dass du halt dann die Windows-Spiele einfach spielen kannst. Ja, und zum anderen, viele Spiele kommen ja auch direkt schon als Linux-Version raus. Das ist, finde ich, nicht schlecht. Wobei ich ja sagen muss, dass Seven Days to Die zum Beispiel, da sehe ich so in Linux-Streams immer ganz viele so Clipping-Fehler und so. Aber das liegt wahrscheinlich eher so am Grafiktreiber. Aber sie sind da. Und die lassen sich auch nicht wegreden. Das Problem habe ich hier beim C64 übrigens nicht. Da läuft es. Meistens. So. Ah, blöde Wurst. Nein. Ah. Nein. Kletter nach oben. Danke. So. Na toll. Ich dachte, jetzt hätten sie mich wieder eingekesselt. So. Welchen Level bin ich? 2. Level 2. Jetzt gleich Level 3. Ja, Eric Lieder. Dann schlaf gut. 8 Uhr. Warum das denn? Musst du arbeiten? Das tut mir sehr leid. Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall eine gute Nacht. Kriegst jetzt zwar nicht mehr mit, wie ich jetzt den Highscore knacke, aber das ist jetzt auch die letzte Runde hier. Ich muss auch gleich ins Bett. Das ist allerdings seit 10 Runden schon die letzte Runde. Aber diesmal ist es wirklich die letzte Runde. So. Oh. Mann. Oh, und jetzt kommt das Ei. Kletter da hoch. Ah, blödes Ei. Jetzt habe ich meinen ganzen Pfeffer versprüht. Das war's. Das kriege ich nicht mehr. Nee. Ah, ein Leben noch. Und noch 3000 Punkte bis in den Highscore. Das wird nichts. Obwohl, wenn man direkt sagt, wird nichts, ne? Dann geht's ja meistens doch noch ganz gut. So, mal schauen, 6000 Punkte. Der Countdown läuft. So, wenn das Stockwerk hier leer ist, dann hat man es fast geschafft, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Genau, kletter du mal da runter, kann ich dich platt machen und dann spawn gefälligst auf der anderen Seite. So. Ein bisschen Pfeffer habe ich noch. Das sieht gut aus. Oh, ich könnte schaffen. Ich könnte schaffen. Ah. Oh, jetzt kommt da ein riesen Fließtext.
Gleich, es wird nicht mehr lange dauern, dann kann ich es wieder durchlesen. Moment. Dauert nicht lang. So. Hier ist, glaube ich, der Trick, schnellstmöglich durch die Mitte nach oben zu kommen. Na super. Oh, ich bin in Highscore. Wie viele Punkte hatte ich? Hat das einer gesehen? Ich benutze gerade den Competition Pro vom C64. Ich habe hier so eine... Moment. So eine C64-Tastatur umgebaut, dass man da noch mit Original-Controllern dran spielen kann. Und aber auch original drauf tippen kann. Da programmiere ich normalerweise immer drauf auf dem Ding. Aber heute spiele ich mal ein bisschen. Was? 9200? Echt? Moment. Nein, 8200. Ich wollte gerade sagen, 9200, das wäre jetzt aber gut gewesen. Ach, schade, aber die 8700, die knacke ich dann ein andermal. Na gut, so, Eric Lieder, gute Nacht. Ja, Toadfield, ich werde jetzt auch langsam ins Bett. Obwohl eine Runde. Ach komm, eine noch. Aber die letzte. Letzte Runde, so. Ach so, wie so eine virtuelle Festplatte ist das dann. Also ich habe dann so eine Instanz praktisch nur am Laufen und da läuft dann alles drin. Wie ist das denn bei Wein dann generell? Denn das ist ja kein Emulator. Also es ist ja dann irgendwie, das bildet ja das Windows nach oder wie, das DirectX oder wie funktioniert das? So technisch. Oh, das geht aber flott hier. Nein, ich bin nicht süchtig. Auf keinen Fall. Ich habe dieses Spiel immer gehasst. Ich habe es wirklich immer gehasst. Weil alle es besser konnten als ich. Ich glaube, weil ich es immer wie so ein Shooter gespielt habe. Ich bin immer zu den Eiern und Würstchen hingerannt und habe die dann mit Pfeffer vollgesprüht. Weil ich die abschießen wollte. Aber das geht ja nur einmal und das ist auch gar nicht Sinn des Spiels. Das geht ja irgendwie anders. Aber als ich das Spiel hier das erste Mal gespielt habe, da war ich auch noch ziemlich jung. Also, meine Schwester konnte das dann besser. Die war, oder die ist immer noch. Das ändert sich ja nicht. Die ist 3 Jahre älter als ich. Und die konnte das dann schon deutlich besser. Und dann war ich immer voll neidisch, dass sie das immer geschafft hat. Die ist immer in den zweiten Level gekommen. Und ich bin nicht über den ersten Level hinausgekommen. Oh. Ah. Mist. Das hätte ich nicht gebraucht. Guck mal, er läuft im Kreis, der Typ. So, jetzt reicht's aber hier. Ein Kessel gilt nicht. So. Ach so, wenn dann einfach so ein Befehl kommt, keine Ahnung, so ein interner Befehl hier auf Festplatte zugreifen, wird er einfach übersetzt auf den entsprechenden Linux-Befehl und dann funktioniert das schon. Dann auch ein ganz guter Ansatz, ne? Also eher ein Windows-Interpreter, praktisch. Oh. Ah, erwischt. Oh, nein, nein. Oh. Oh, jetzt bloß keinen mehr killen. Aber sieht gut aus. Ich glaube, die letzte Runde, also die allerletzte Runde, die wird richtig gut. Zumindest sieht es mal so aus. Ich habe noch 3 Pfeffer. Wenn ich jetzt nicht ganz so blöd laufe, ich sage lieber nichts mehr. Ich bin ruhig. So, Level 4. Zack. Ja, ich kann es aber lesen. Du hast Jap geschrieben. Und das wurde schon in Dark Age of Camelot geblockt. Im Chat.
Das habe ich mir nämlich damals auch dann irgendwann abgewöhnt. Nehmen wir an, das ist irgendwo auf dieser Welt ein Schimpfwort. So, drei Pfeffer. Und das hier oben ist durch. Oh. Nein! Ja! Richtige Richtung. Hau in die Richtung ab. Geht bloß alle weg von mir. Und die Wurst jetzt nach unten. Sehr schön. So, Level 4. 8000 Punkte. 8200. Oh, jetzt kommen sie aber alle hier runter. Jetzt wird's unfair. Ja, die müssen ja jetzt auch alle wieder hier irgendwie rüber, ne? Oder? Oh, der ist platt. So. Na? Na? Ja. Nein, nicht nervös werden, nicht nervös werden, nein! Der Joystick fällt aus. Ja! Haha! Level 5. Gibt es überhaupt ein Level 5? Oder geht es jetzt bei 1 wieder los? Doch, es gibt Level 5. Ich habe den Level 5 gesehen. Und das war's dann aber auch. Ich brauche den Pfeffer. Danke. Kletter runter. Nein, dann bleib stehen. So. Oh, ich bin jetzt voll der Burger King Pro hier. Meine ich das nur, oder wären das immer mehr Würstchen? Wie viele sind das denn? Drei. Und zwei Eier. So, genau, lauf. Nee, du sollst unten hinlaufen. Egal. Zwei Pfeffer noch. Das ist nicht viel. Genau, du läufst da lang. Nein. Ah, volle Konzentration. Es geht darum, den letzten Burger zu bauen. In Level 5. Speedrun. Ja, geil. Sehr gut. Das ist doch wieder Level 1, oder? Ich glaube ja. Das ist Level 1, aber mit mehr Gegnern. Nein, 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 nein. Ah, schade. Aber ein paar Leben habe ich noch. Jetzt geht's auch mit den Punkten, finde ich. So, na super. Oh, das war knapp. Ich kann gerade leider nicht in den Chat gucken. Geht nicht. Unmöglich. Ich muss einen Burger bauen. So. Also ich denke mal, ein schönes Outro oder so wird das Spiel wohl nicht haben. Das wird wahrscheinlich endlos so weitergehen im Prinzip. Wahrscheinlich muss man jetzt die Level immer mit so vielen Gegnern durchspielen. Guck mal hier, der Level hier, der Burger hier ganz links, der ist noch überhaupt nicht fertig. Da hätte ich mich ja mal ein bisschen anstrengen sollen. Boah, was ist denn hier los? Jetzt habe ich aber einen Lauf. Jetzt hatte ich aber einen Lauf. So. Na. Schnell nach oben. Na, oh nein. Ach, schade. Ah. Da hat der Joystick wieder rumgespackt. Es liegt alles am Joystick. Es liegt alles am Joystick. Ich spiele super. Der Joystick ist schuld. Jetzt habe ich keinen Pfeffer mehr, das war's. Bei so vielen Gegnern, das kann man. Das geht nicht.
Mein Lieblingscontroller ist Maus und Tastatur. Da bin ich ganz klassisch. Ach Mist! Ah! Ja, also ich bin nie mit Gamepads klargekommen. So. 14.500. Ich speichere mir mal hier so einen Schnappschuss davon. So. Habe ich ganz fies den Ton unterbrochen, ne? Das macht man halt nicht. Aber egal, ich glaube, mit den Highscore kann ich jetzt zufrieden ins Bett gehen. 14.550 Punkte, das ist aber gut. Naja, so, wie dem auch sei, ich werde jetzt tatsächlich ins Bett gehen. Also noch eine Runde spiele ich jetzt nicht. Wenn ich was spielen will, SMB 1. Was denn SMB 1? Ach, Super Mario Brothers. Ja, ja. In die Verlegenheit komme ich gar nicht, weil, ja, das spielt man ja mit dem Controller. Das gibt es ja im Prinzip nur auf einer Spielekonsole und ich komme mit Controllern einfach nicht klar. Ich habe es versucht. Ich habe meinen Sohn so Controller gekauft und habe dann selber an so einem Raspberry Pi auch Super Mario gespielt, aber ich werde da einfach nicht warm mit. Das ist nichts für mich. Keine Ahnung. Kriege ich nicht hin. Bin ich zu alt für. Mehr als ein Feuerknopf überfordert mich. Beziehungsweise hier sind zwei Feuerknöpfe, die machen aber beide das gleiche. Also es gibt keinen Unterschied. Es ist nur so Rechts- und Linkshänder. Ja, da bin ich dann überfordert. So, ja, wie dem aber auch sei. Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall eine gute Nacht. Oder euch allen. Und bis demnächst.